So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Virtuous Last Reward. Beim letzten Mal haben wir eine Bombe gefunden, die uns wahrscheinlich früher oder später alle umbringen wird. Vielleicht. Mal sehen. Wir sind jetzt gerade im nächsten Escape Room angekommen, in den Archives und ja, fangen wir einfach mal an, I guess. Genau, also wir haben hier damit direkt irgendein Control Panel oder so. Oder, okay, nicht wirklich. Hier werden uns wohl Sachen gezeigt, wenn wir da irgendwas reinpacken. Hey, there's a blue slot here. I think we're supposed to put something in it. It's an awfully small hole. What would we putting in it? Ja, wahrscheinlich eine Karte oder so. Wie beim letzten Mal auch, wo wir sowas gesehen haben. Das Buch sieht offensichtlich aus. Huh, one of these things is not like the others. You're right, it's a different color. Let's have a look at it. Go up. The Stanway. Okay, B630, falls das irgendwas heißt, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich soll mich da oben weiter umgucken. Some of the books here are written in Latin. Toll. Okay, ich kann mir auf jeden Fall nicht alles angucken, bei weitem. So many books. They're everywhere. There's one book that stands out there. Maybe we should go take a look at it. Ja, welches denn? Das, was ich schon genommen habe, oder noch eins? Ach, da ist noch eins zum Beispiel. This book is different too. Ja. To the Sun and Lion. Okay, das wird auf jeden Fall irgendwas heißen, denke ich mal. Irgendwann. Das ist auch noch anders. Okay, es ist auf jeden Fall leichter gemacht als beim letzten Mal. Wesentlich. Man weiß direkt, was man nehmen muss und muss sich nicht alles angucken. Da ist ein Löwe. Isn't there something up there? What is it? I can't see from down here. Ich schon, es ist ein Löwe. Das passt ja auch direkt zu dem Buchtitel, mein Gott. Könnte einen Zusammenhang geben, da eventuell. Ich sehe sonst aber gerade auf den ersten Blick keine Bücher, die ich noch nie. Ach doch, da. Da ist noch eins. So. The Stairway. Wir haben The Stairway. Go up. Aha. To the Sun and Lion. Ja, wir gehen. Denke ich mal mit dem Stairway nach oben zu dem Löwen und der Sonne, aber die Sonne sehe ich noch nicht, ganz ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht, wie ich da hochkommen soll, aber das sehen wir vielleicht noch, vielleicht auch nicht. Blue Ink. Ink. Well, I guess the mystery of the dark blue liquid was easier to solve than I thought. This looks like the sort of ink you'd use with a dip pen, but I don't remember seeing anything like that. Then again, I suppose you could use it for a lot of different things. Ja, vielleicht, vielleicht. Und ein Würfel. A normal blue die. Warum die und nicht dice? Bin ich verwirrt? Oder ist das ein Tippfehler? Weil ich meine, es war halt zweimal hintereinander direkt falsch gemacht und da, ja, sehe ich schon wieder so ein Teil, was wir schon mal für einen Morsecode genutzt haben in der Music Box. There's no music coming from this bo box. Bah. I guess it's just a box. I don't see a spring. Maybe we should check the movement. The movement. Sorry, movement means the internal pieces that actually make it work. Like the cylinder here. Unfortunately, it looks like it's been fixed in place with a Phillips screw. Ja, das werden wir also wieder da rausholen wohl, um einen Morsecode zu bekommen. Würde ich jetzt einfach mal raten. Okay. Was haben wir da? Aha, da ist noch ein grüner Würfel. Cool. Das heißt, es fehlt noch ein roter Würfel. Aber das soll die Kombination sein? Aber ich kann damit doch irgendwas würfeln. Oder verstehe ich das nicht ganz richtig? Ich weiß ja nicht. Jedenfalls ist da noch einer. Oder soll ich die wiegen und es geht um das Gewicht oder so? Oh Gott. Cool. Ja, ist in Ordnung. Ich weiß, wofür das da ist. Mein Gott, danke. Dafür. Jetzt haben wir das hier wieder. Ah, und wir haben auch schon Tinte. Ja, natürlich. Jetzt brauchen wir halt nur noch Papier. Ach nee, Papier lag ja auch, oder? Oder? Ja, Tatsache. Dann. Kombination. Diesmal kann ich das Rätsel direkt lösen. Beim letzten Mal habe ich ja. Ja, bin ich ja echt nicht drauf gekommen. Erst viel später irgendwann. Wundervoll. Wo ist mein Report nochmal? Archive. Da. Cool. Oh, Würfel, Würfel, Würfel. Ja, das ist ein Würfel.
Kein Morsecode. Was genau soll man das gerade sagen? Also ich meine, es scheint auf jeden Fall ein richtiger Würfel zu sein. Ja, es ist auf jeden Fall richtig gefaltet, also so, dass alle gegenüber jeweils 7 mal geben. Das passt schon so, nur das hilft mir halt echt gerade nicht weiter. Okay, das kann ich auch mitnehmen. Ich denke, ich will gerade wirklich die Würfel wiegen und das Gewicht soll ich dann für die Rechnung benutzen, ha? Ja, wir haben einiges. Ist die Einzahl von Dice die? Wirklich? Also ich bin mir gerade echt nicht sicher, weil ich kapiere es gerade echt nicht. Weil wenn ja, dann ist mein ganzes Leben eine Lüge. Ich wusste nie, dass es eine Einzahl gibt. Ah, okay. Ja, gut. Aha. Danke, danke, danke. Schön. Fangen wir an. Packen das da drauf. Packen das da drauf. Danke. Und packen das mal dahin. Check. Was war das Ergebnis jetzt? Ich bin verwirrt. Check. Nein. Reset. Sagt es mir nur, ob es richtig ist oder was? Ah, ach so. Okay, never mind that. Das heißt, der wiegt also 50 Gramm. Und der wiegt wohl mehr als 50 Gramm. Das heißt, wenn der 50 wiegt und der auch 50, dann wiegt der vielleicht 100. Ja, Tatsache. Und der wiegt... Ach so, never mind, mein Gott. Der wiegt, habe ich gesagt. Noch mehr. Oder ja, vielleicht auch gleich viel, aber bezweifle ich. Probieren wir es so. Tatsache, also ja gut. 50, 100, 150. Sollte ich mir merken können. Ja, alles gut. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und zwar rechnen. In meinem Kopf. Okay, 50 plus 150 sind 200. Und das mal... 100 plus 150 sind 250. Und das mal 50 sind... Ich hab's gleich, ja. 250 mal 5 sind 1250. Und da noch eine 0 dran. Aha. Ja, lass mich in Ruhe. Ich darf es nicht vergessen. 1000. Also 10.000 meine ich. 12.000. 500. Hilfe, was soll ich machen? Ich bin fertig. Das ist nicht richtig. Fuck, ist nicht richtig. Ist in meinem Kopf gerade irgendwas falsch, warum das nicht geht? Ich habe doch ein Handy, Leute. Kinder, beruhigt euch, ich habe ein Handy. Mhm. Natürlich ist in meinem Kopf was falsch. Holy fuck. Ich habe noch nicht mal nachgeguckt, aber ich weiß jetzt schon, was in meinem Kopf falsch ist. Okay, wir lassen den Taschenrechner doch weg. Wir werden jetzt nämlich ganz clever rechnen. Und zwar nicht erst plus, sondern erst mal. Holy fuck, Toaster. Wie schaffst du dein Abi? Ich habe keine Ahnung. Zum Glück habe ich Mathe nicht im Abi. Okay, und zwar... Oh, ich habe mir nicht gemerkt, was davon 100 und was davon 150 war. Ich gehe nochmal zurück, einen Moment. Okay, der Grüne wiegt 100. Also 100 mal 50 sind 5000. Ja, das schaffe ich noch. Plus 150 sind 5150. Danke. Mathe. Ach, Mathe. Warum? Dann gucken wir mal rein, was da Schönes drin ist. I wonder if this is someone's diary. Sounds like fun. Ich bezweifle das aber irgendwie. Book with Bookmark. Ja, öffne es doch mal. Da ist was drin. Ein Lesezeichen. I can't read it. I think this is Latin. Ja, immerhin keine Hieroglyphen diesmal, ne? Looks that way. Well, it's not a total loss. There's a bookmark at least. Huh, maybe we should take that. Cool. Dann gucken wir mal in unser Archiv, weil anscheinend wird das ein ganz besonderes Lesezeichen sein, I guess. Bookmark. Ja. Würfel. Farben. Okay. Das hängt mit dem Muster zusammen, was wir schon haben. Natürlich, logischerweise.
So viel weiß ich doch schon. Also kann ich mir jedenfalls denken, so viel. Aber keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Mit den ganzen Sachen, die ich jetzt weiß oder auch nicht weiß. I guess ich muss irgendwas mit den Büchern jetzt machen. Und mit den Sachen, die da hinten draufstehen. Warte mal, to the sun. Da steht End Lion hinten drauf. To the sun. The Stairway. Ja, jeweils gehören die zu zweit zusammen. 5-2. A-5-2. Und da steht. Nein, egal. Something written on the back, ich weiß. Vielen Dank. B-6-30. Ich meine. Vielleicht soll ich die da wieder reinpacken. Nur jeweils woanders hin. Kann ich da doch hin? Ja, kann ich. Und dann wäre. Wo steht A drauf? Da steht D drauf. Ich hasse es, dass ich die Steuerung nicht kann. B. D immer noch. C. Oh, ich gehe immer in die falsche Richtung, for fuck's sake. So, dann könnte ich das da reinpacken zum Beispiel. Und dann packe ich da B rein. Und es passiert! Tatsächlich! Rein gar nichts! Wer hätte das bloß erwartet? Fucking shit! Okay, ich glaube, ich habe es gelöst. Wundervoll. Ich habe ziemlich viel Bullshit ausprobiert. Ich habe jetzt einfach versucht, einen Satz zu formen. Also die Bücher sind jetzt von links nach rechts so angeordnet, dass die Titel zusammen Go up the staircase to the Sun and the Lion ergeben. Was halt Sinn ergibt als Satz und so, you know? Ja. I think it came from the other side of the wall. No, that wasn't the wall. I think it came from the bookshelf. What's happening? Oh, klar, natürlich. Jetzt kriegen wir wohl eine Treppe, hä? Ja, sieht ganz danach aus. Dann können wir nach oben zum Löwen. Ja, hat doch perfekt geklappt. It sunk? I guess it was one of those trick bookshelves, where if you put the right thing in the right place, it does stuff. Ja, habe ich verstanden. Vielen Dank, Clover. It's like a staircase. Well, if they were nice enough to give us stairs, I guess we should climb them. Ja, dann los geht's, würde ich sagen, ne? The top is a lot more narrow than I thought. Should I go? Well, with a big skirt like that, it might get kind of dangerous. Well, if I just hike it up, I think I should be. And I think there's somebody down on all fours trying to not to look like he's staring up towards the bookshelf. Sigma? What are you doing? I lost the cont. You don't wear any. Ow! You climb. Okay. Oh mein Gott, warum bist du nur so? Aber ich meine, auf einigen Ebenen bin ich halt echt wer, aber teilweise ist es halt echt schlimmer als ich. Doll? Okay, that's the only thing that's up here. Guess I might as well take it. Ah, can't really go any further. This is a dead end. Are you done yet? Was there anything up there? Yeah, I'm heading back down now. Also, was sollen wir damit? Did you find anything? No puzzles or anything like that. Just that stuffed animal? Ah, der hat eine Sonne im Mund. Eine Sonne im Mund, das sehe ich doch direkt. That's a funny looking dog. Das ist kein Hund. Dog? I'm pretty sure that's a lion. This is a lion? It doesn't really look like one. No, it's a lion. Oh, hold on. There's a zipper on its back. Let's see what's inside. Oh, das. Oh, ja, gut, dann hätten wir das wohl geklärt, I guess. Sind wir jetzt fertig oder wie sieht's aus? Pack mal da rein. Okay. Oh Gott, okay, ja, dafür brauchen wir wohl das andere jetzt. What's going on here? It's showing the dice. I wonder what the puzzle is. Well, there's only one way to find out. Ja, ich weiß schon, alles gut. Oh, ich kann jetzt aber nebenbei ins Archiv gehen. Oh, das ist eine gute Verbesserung. Das gab es im ersten Teil ja nicht. Nein. Da konnte ich das nie tun zwischendurch. Einfach mal so. Also blau, blau, grün, grün und rot an den Seiten. Kann ich mir wohl merken, auf jeden Fall. Dann die Zahlen. 3, 1, 4, 6, 5, 2, okay.
Ja, ich kann immer wieder reingucken. Also 2 und 5 an den Seiten, oben 6, 4, 1, 3. Ja, mal sehen, wie viel ich mir davon merken kann. Und das ist schon mal nicht richtig. Das ist vielleicht richtig. Ich weiß es gerade nicht. Das ist auf jeden Fall auch nicht richtig. Oh Gott, ich kenne mich nicht mit Würfeln aus. Kein bisschen. So, schön. Dann muss da ja gegenüber sowieso die 1 sein. Und gegenüber wäre da, ne? Ja, das heißt, du müsstest auf jeden Fall eine 1 sein. Ich probiere jetzt einfach rum, bis ich dann eine 1 habe. Also, ich habe keine Technik oder so dafür, meinte ich damit. Absolut gar keine. Okay, ich hab's. Cool, I guess. Dann, ich guck lieber nochmal rein hier. Ja, grün, das kann ich mir noch merken eigentlich, aber die Zahlen nochmal ganz kurz. Da drüber eine 4, darunter eine 3. Beide grün. Aha. Die 3 soll da eigentlich hier... Oh, wie schön. Dann da oben eine 4 hin. Das ist eine 5. Wo ist die 4? Da ist die 4. Ich probier's. Das sieht nicht gut aus. Ich drehe mich im Kreis. Oh, das könnte wieder lange dauern, mein Gott. Okay, perfekt, wundervoll. Dann jetzt noch die beiden Zahlen. Wie rum sollen die da angeordnet werden? Rechts die 5, links die 2. Okay. Das hat schon mal schnell geklappt. Warte, was? Nein, das war nicht richtig. Hä? Das war nicht richtig. Das war nicht richtig, was? Hä? Was war denn das jetzt? Ich war noch nicht fertig, ich wollte noch Rätsel lösen. Oder war das richtig? Habe ich es gerade falsch gesehen? Mann, ich hatte gerade so viel Spaß. Okay, das war ziemlich amazing, I guess. Gut, dann jetzt. Ja. Sonne, Stern, Mond. Gut, dann bin ich fertig hiermit. Scheiß doch drauf. Dann hat kein Rätsel für mich heute. Yep, wundervoll. Ich würde gerne eingeben. Sonne, Stern, Mond. Wundervoll. Ein weiterer Escape Room gelöst. Der war nicht ganz so lang wie der letzte. Das Rätsel mit den Büchern hat mich etwas abgefuckt. Aber der Rest war ganz angenehm. Also ansonsten war es ganz angenehm eigentlich. Würde ich mal so behaupten. Warte mal. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich habe gerade keinen Schlüssel bekommen, oder? War das gerade das Falsche? Fuck, das war... Weil ich das... Okay. Dann mache ich das anscheinend nochmal. Anscheinend habe ich halt das Falsche, die falsche Lösung eingegeben. Ich hasse mein Leben. Nein, das war nicht richtig. Das war wirklich nicht richtig. Es war auch nicht dieselbe Antwort wie vorher. Ich hasse mein Leben. Ich will doch gar nicht, dass du einfach aufhörst, bevor ich fertig bin. Lass mich in Ruhe. War das jetzt richtig? Ist das jetzt richtig? Ja, mein Gott, holy fuck. Okay, Sonne, Sonne, Stern. Ich bin zufrieden. Wir es auch einfach direkt dann zurücksetzt komplett, damit ich das Ganze normal machen kann. Sonne... Sonne, Stern. Oh, das war falsch. Fuck, einen Moment. Passwort. Sonne ist 8 Stern da unten in die Ecke. Ja, gut. Stern. Perfekt. Jetzt können wir rausgehen. Schön. Und Keycards wieder und eine neue Karte und auch ein Zettel. Mit Pfeilen direkt da drauf sogar. Jetzt ist Floor B, ja. So, it would seem. Und mehr Zeugs. Weitere Keykarten, ja, mit dem Mond drauf. Die brauchen wir gerade, ich weiß. So, what's next? A piece of paper. Here are some more AB game rules for you. Ach, noch mehr. Not voting is not an option. If both parties refuse to vote, then everybody gets penalized. Ja, das, wurde uns das nicht schon gesagt? In other words, one person out of every color group of
three has to vote. In other words, we can't all abstain. We have to vote. Yeah. Anyway, what else is there in the safe? Ja, ein Schlüssel zum Rauskommen, yeah. Dann gehen wir mal raus. Let's go. Wundervoll, endlich. Ich bin sehr bereit. Hör auf immer zu zählen. Das Thema hatten wir schon öfters. Mein Gott. Benutzt einfach den verdammten Schlüssel und öffne die Türen. Wie jeder andere normale Mensch auch, okay? Fantastisch. So, und jetzt raus hier. Und wir verfolgen wieder den gelben kleinen Punkt. Bis zum Ende des Ganges. Eine neue Halle. Ja, ich sehe schon. Is this another warehouse? Ja, scheint so. It looks like it. Just like the one on the floor A. There's graffiti on the wall here too. Ich sehe schon. It's something different though. Ich sehe schon Memento Mori vor allem anscheinend. Memento Mori. If the ninth lion ate the sun. Okay. Did they make a mistake? Warum? That isn't how you spell it. Was denn jetzt genau? They added that E to ninth, but why? Ach so, ja, das ist richtig. Yeah, ich dachte, du redest von Memento Mori und da habe ich jetzt keinen Fehler gefunden. That is weird. Ja, aber 9 ist halt eine wichtige Zahl, ne? Also. What does it mean? Well, I think Memento Mori is Latin for something like remember death. Ja, richtig. That other part, I mean, I assume it's just what it says on the tin. A conditional relating to whether or not a lion has eaten the sun? Yeah, sicher? But what on earth does that mean? Ja, richtig. It just seems like gibberish. Ich meine, wir haben gerade einen Löwen gefunden, der eine Sonne im Mund hat, also. Whatever it means is beyond me. Look at that door over there. Doesn't it look just like the one on the other floor? Yep, aber ohne eine 9 drauf. Yeah, but there isn't anything written on this one. Yeah, there's a big 9 on the other door. I guess it means this door isn't important. I don't see anything that looks like it might open it either. Richtig, auch kein Scanner oder so. Diesmal. Yep. Nothing, not opening. Of course it isn't. I mean, look at this thing. It's solid steel. Well, how do you open it then? From the other side, maybe? Hey, what's the deal with those doors over there? The ones that are glowing white. Do you think they could be chromatic doors? Naja, aber sie haben keine Farben, ne? Aber sie sehen wirklich so ähnlich aus. Huh. I think you're right. See, they've got those little boxes. These must be the next set of chromatic doors we're supposed to go through. But they're all the same color. Ja, und vor allem gibt es davon keine gegenteilige Farbe oder so, also schwarz vielleicht, aber well, man kann die Farbe halt auch schlecht mischen und so. For all the other doors, we had to add colors together to make another color. Ja. In this case, we probably just have to make white instead. Super. Suddenly, the voice of the announcer echoed through the warehouse. An ambidex gate has been opened. 45 minutes remain until ambidex game polling closes. Okay, ich glaube, wir sollten zurückgehen und erstmal voten, bevor wir hier weitermachen. What? How the hell did that happen? Someone on one of the other teams must have opened one. Ja, wahrscheinlich. All they'd need is one of the moon keys. Why would they do that without waiting for the rest of us? We can ask them when we get there. Come on. Gut, rennen wir mal dahin. Gut, da sind wir. Ja, ich habe den gelben Punkt jetzt mal gekürzt. Das hat ganz lange gedauert, holy fuck. There stood Tenmyuji, Dio and Alice. Hey! What's all this? Why'd you open one of the AB rooms before the rest of us got back? I haven't done anything. Sondern Dio apparently felt he didn't need to wait. Wundervoll. You got a problem? Ja, mit dir, ganz allgemein. Yes, I do have a problem. Why? I don't remember saying anything about waiting until everyone got back to open the AB rooms. Oh mein Gott. Are you kidding me? We didn't talk about it because we thought it was common sense. Sigma's right. We were able to get back quickly, but ja, eine Gruppe fehlt noch, nicht wahr? The others could still be stuck somewhere.
In ihrem Rätselraum. Ja, die haben jetzt ganz schön Zeitdruck wegen dir. No sooner were the words out of her mouth. Okay, sie kommen aber anscheinend. Na dann immerhin. Oh, goodness. You're all here. Yep. Did something happen? Yes. Oh Gott. It's Quark, you see. He... What? Was ist mit What ihm? Happened to Quark? He collapsed. Oh Gott. It happened so suddenly. We were just searching our room. What? Habt ihr ihn mitgebracht wenigstens? Please, you must hurry to the infirmary. His condition could change at any moment. You should go. Oh no. Wir brauchen Luna. Okay. Dann rennen wir mal hinterher. Quark. Er hat seinen Hut abgenommen. Seinen Helm, wie auch immer. Come on, kid. Get a hold of yourself. Hey, what are you doing? He's sick, and we don't even know what's wrong with him. What if you make him worse? Then what am I supposed to do? I have to save him. Save? That seems a little extreme. Maybe he just has anemia or something. No, that's not it. I know him better than any of you. Okay, was hat denn dann? He doesn't have anemia. Was ist Anemia überhaupt? Collapsed before. Okay, dann weißt du also nicht, was jetzt gerade hat. Well, then call an ambulance and stop freaking out about it. Gute Idee. You son of a bitch. This is serious. The infirmary seems pretty well equipped. There are plenty of diagnostic tools, but ja, wir haben Luna. Without a doctor, wir haben Luna. Ich dachte, sie ist ein Doktor oder sowas in die Richtung jedenfalls. All right. Oh, we've got Luna. Genau. Luna? That's right. I remember Dio saying something. You have a medical license, don't you? Wait. Really? Is that true, Luna? Well, yes, but diese Geste einfach. You have to take a look at him then. Quark needs your help. Okay. I'll see what I can do. I think that machine over there is a medical scanner. It's called an Atom. Cool, wo ist Eve? It uses nuclear magnetic resonance imaging to examine and diagnose people. So that thing can tell us what's wrong with Quark? Yes. Cool, high tech. I believe it can. I don't want to rush you, but the sooner the better. Just let us know if you need anything. Of course. Okay, das kam out of nowhere, das Ganze hier. The whole process took only a few minutes. The machine scanned Quark's body, and within seconds its result lit up the screen. Words too complicated for me to understand scrolled across it, and as she read them, Luna's face grew dark. She bit her lip and just stood there for a moment, looking down at Quark before she spoke. Well, I know what's wrong with him. Okay, und es sieht wohl nicht gut aus um ihn, ha? I feel so terrible saying this, but Quark is... Quark has an infection. Okay. A viral infection. Okay. Hat er die schon vorher oder hat ihn jetzt irgendwie jemand vergiftet oder sowas hier? Oh no. Oh no. Don't tell me. Yes. He's been infected with a virus called Radical 6. Ach ja, davon haben wir gehört tatsächlich, stimmt. Ja. Have you heard of this virus? Radical 6, I mean. Yeah. Der ist anscheinend schon allgemein ausgebrochen, aber erst nachdem wir hier... Ja, nachdem wir damals entführt wurden, ursprünglich. I told Alice and Tenmyoji about it. Und das Ganze hier, warum wir hier sind, hängt wahrscheinlich allgemein damit zusammen. Aber davon ausgehend... dass wir ja vorher entführt wurden, bevor es ausgebrochen ist, und wir davon ja nichts mitbekommen haben damals selbst, wurde er ja wahrscheinlich hier erst infiziert damit. Jetzt fragt sich, wurde er während des Spiels von jemandem von uns infiziert, oder wurden wir irgendwie vielleicht alle infiziert von Zero allgemein vorher? Und halt, zu verschiedenen Momenten werden jetzt die ganzen Symptome bei uns auftreten, oder wie muss ich das gerade einschätzen, die Lage? Vi and I heard about it from Luna. Ja. Ah. I'd stayed behind after the AB game and they'd all split up and gone into different rooms. It seemed like, one way or another, everyone had heard about Radical 6. No. He can't... How could he have gotten infected? Ja, das ist die Frage. Possible. Das ist die Frage.
Something about the tone of his voice seemed strange. Why wasn't it possible? Had Tamayoji known about Radical Six before the rest of us? Huh. There must be something we can do! How can we cure him? Ich schreibe mir das mal auf, dass das anscheinend nicht möglich ist. Tamayoji. Oh scheiße, wie schreibt man den fucking Namen? So. Not possible? Ich werde schon wissen, was das heißt, hoffentlich. Well, Adam says there's an antiviral serum called Excalivir. Aha, Excalivir, schreibe ich dazu gerne. Damit ich das auch alles in meinem Köpfchen behalte. Oder auf meinem Zettel meinetwegen auch. It's the only way to counteract Radical Six. If we can inject him with some, he should be okay. Where is it? Shouldn't it be in the infirmary somewhere? Yeah, we looked around, but we didn't see anything. I don't trust a damn thing you say. I'm asking Luna. I'm sorry, but Dio's telling the truth. We didn't find anything. Damn it. What about the other rooms? Sigma, what about you? Did you find anything? Nein, mein Gott. In the archives? No, that was just piles and piles of books and papers. Nothing even remotely like medicine there. What about you, Kay? Wir haben nichts gefunden, wirklich nicht, mein Gott. Was there any medicine in your room? Wäre ja auch viel zu einfach, wenn wir es jetzt schon gefunden hätten. I'm terribly sorry. There was nothing of the plenty of vegetation, but unfortunately, ein Garten, also no okay. Oh God, then he's going to. Oh God, no. Look, just to be sure, where does the three of you go? The pantry. There was okay. Tons of food everywhere, but Excalivir, nothing. Klingt doch nicht danach. Tenmyoji slumped to the ground. For a moment, there was silence. Quark? Quark! Er steht auf! Oh, thank God! You're awake! Es ist ein Zombie geworden! Get away from me! Oh, okay. What? Quark, okay. Sorry, Grandpa. I can't. I have to. Have to what? What are you talking about? Isn't it obvious? I have to escape. But how? Like this! Quark's hand moved like lightning. He grabbed hold of the scalpel and was driving it straight toward his heart. Stop! Er muss der Welt entkommen! Nein! Pretty tough for a kid. Hey guys, I could use a hand here. Yeah, right. On it. Me too. Stop it! Let go of me, you jerks! Okay, ist Radical Six also ein Selbstmordvirus oder was? Tenmyoji, what the hell are you doing? Get over here! Tenmyoji! Can you even hear me? Er weiß anscheinend mehr über Radical Six, also wahrscheinlich. Ja. Weiß er, dass das ein Symptom davon ist. Oh, right. Damn you, bastards! Why won't you let me go? I have to get out of this body! They can't lock away the soul! Once my body's gone, okay. My soul can escape! Aha! Okay, das ist eine interessante Sichtweise. Please! You have to let me go! Let me go! I'm trapped here! Let me die! I have to die! Kill me! Somebody! Anybody! Kill me! Kill me! Kill me! Jesus, this kid's lost it. Hey, somebody get that scalpel away from him. Oder stich ihn vielleicht wirklich ab, vielleicht ist es besser so. Thanks, whoever that was. Quark barely even seemed to notice the loss of the scalpel. He continued to scream and writhe like he was possessed. What are we going to do? We've got to calm him down somehow. Luna! Yes? Are there any tranquilizers in here? No. Well, I mean... What? There's Soparil Beta. Uh-huh. Soparil? That's the anesthetic! Ja, das kenn ich. The one that's in our bracelets! Good. Perfect. Hit him with some of that. What? He'll be fine.
It's just an anesthetic, Tenmyoji. It won't hurt him, I promise. Ja, ja, Ace hat das auch mal genutzt. Hat ihm nicht geschadet. But... Just hurry up and do it! Come on, Luna! Okay, let me just... Gut, dann... mein Gott! Okay, I've got it. Was ist das bloß für ein Virus? Good. Wait until he's... Now, do it now! Right. No! Stop! Stop! Und gute Nacht, mein kleiner... Rabauke, du... Respiration, blood pressure, brain waves, everything's normal. According to these readings, he's in a very deep sleep. Yes. What about the anesthetic? How long will it last? He shouldn't wake up for a few hours. Man, he sure was strong for such a little guy. I think that might be the virus's fault. It probably attacks the part of the brain that governs reason. Without anything to hold it back, his body was using every ounce of strength it had. Yeah? How do you know? Huh? Oh, well, How much do you know about this Radical Six? Oh, not much. I probably know about as much as you do. Und woher weißt du das gerade? All I've seen about it is that newspaper article. Ganz sicher? That's the truth. Why would I lie about that? Ja, das weiß ich auch nicht, aber... Das stand da nicht drin. I've seen other viruses do the same thing. I was just making a guess. Ja, ja. Okay, wenn du das sagst. So when Quark tried to kill himself, are you saying that was because of Radical Six too? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Yes, at least I think so. So what kind of virus is Radical Six? Niemand? Natürlich nicht. What are you doing? There stood Alice, her hand wrapped tightly around the scalpel. Apparently, she had been the one to take it away from Quark. The longer I looked at her, however, the more I wondered if she'd take it to protect him or for some other, more sinister reason. She didn't seem stable. In fact, she looked more like Quark had a moment ago than I was entirely comfortable with. Her eyes were flat and hollow. Her face was an emotionless mask. She was not well. Alice? Hey, are you feeling okay? We're all going to die. Ja, glaube ich auch, wenn du uns alle abstichst zumindest. Huh? We're all dead already. Only terrorists would resort to biological warfare. But they will. Soon. Hey! What the hell are you talking about? You don't understand? Nein, nicht wirklich. All of humanity is going to die. The virus will spread. Adults, children, everyone. Everyone! There won't be anyone left! I'd rather die here! Wait! Alice! Irgendwie das Gefühl, dass die Menschheit schon zum Großteil ausgestorben ist, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt mittlerweile. Aber was weiß ich denn schon? We were all too stunned to even try to restrain her. We just stood there as she spun around and leapt through the door. Damn it! I shook myself and took off after her. But those few moments of hesitation had put too much distance and too many doors between us. Shit. Which way did she go? Right? Left? I was still trying to decide when everyone else pulled off the infirmary. You lost her. Yeah. I don't know which way she went. Well, let's split up and look. Wir müssen immer noch übrigens abstimmen, wisst ihr? Wir haben echt nicht so viel Zeit eigentlich. Quickly. She can't have gotten too far. Aber okay, Leute, okay. Right. Look. If you find her, it's probably best not to shout or anything. Just do your best not to provoke her. Understood? Gotcha. Tenmyoji, I think you should stay here with Quark. The rest of us can look for Alice. Sound good? Yeah, I stay here. Got it. All right, let's move, people. Get going. At Fi's command, we scattered
filtering off into the different doors. As I ran, I thought, where should I look for Alice? Perhaps a lounge would be a good bet, blah. Ja, dann laufen wir mal hin, du kleiner gelber Punkt, du. Lounge. Ah, sieht nicht danach aus, ha? Huh? Nein, nicht wirklich. No one here, ha? Huh? Damn! Where did she go? No point in complaining. I just needed to look somewhere else. I turned head towards the exit. Und dann wohl wieder auf die andere Etage. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir sie finden werden, aber gut. Dann laufen wir da halt auch noch hin. Ich meine, es gibt ja noch drei Räume, ne? Und zwei davon haben wir noch gar nicht gesehen. Okay, auch in die Pantry anscheinend diesmal. Wie gesagt, da waren wir ja noch nicht. Also, können wir uns schon mal ein bisschen umgucken. Und sehen, wo wir noch hingehen werden, auf jeden Fall irgendwann. Alistair Miyoji and Dio searched this room. Aber auch hier ist sie anscheinend nicht. Nö. Damn, nothing here either. We need to find her quick or she's gonna do something bad. If she loses it like Quark did and nobody's around to stop her. Ja, dann wird sie ihrem Körper entkommen wollen, richtig. Shit, I need to hurry. Wahrscheinlich hat sie deswegen auch so wenig Kleidung an, damit ihre Seele leichter nach außen scheinen kann, I guess. Okay, dann bleibt noch ja sowohl der Garten als auch die Archives über, ne? Aber ich würde gerne den Garten halt noch sehen zumindest. Den es ja anscheinend gibt. Bee Garden. Gibt es noch einen anderen Garten? Also B könnte ja die Etage sein, von daher müsste es auf anderen Etagen ja auch noch einen geben. Sehr schön hier. The first thing I noticed when I stepped inside was the smell. Plant life was everywhere and the air was filled with the fresh scent of it growing, underlaid with the sweet, dry tones of dead leaves underfoot. All the outside had been dry and harsh in here. It was warm and wet, like a forest after spring rain. Just like Kay said, plants and stuff everywhere. Aber Alice nirgendwo, ha? Huh? Natürlich nicht. Damn, she's not here either. This is bad. We've been searching for Alice for a while and I'd found nothing. I hoped that nothing had happened to her, but... Yeah. I searched every corner of floor B. She was nowhere to be seen. This is pointless. I should just go back to floor A. Maybe someone else found her. Vielleicht, ja. Hoffentlich. Ich meine, so viele Orte hatten wir ja noch nicht, die wir hätten absuchen können. Wo sie sich verstecken könnte. Prinzipiell jedenfalls. Vielleicht ist sie auch schon in einem AB-Room drin. Könnte auch sein, natürlich. Wäre zu hoffen, weil wir müssen halt abstimmen alle. Wenn irgendjemand von uns nicht abstimmt, dann haben wir ein Problem. Und Alice ist gerade in keinem Team, das heißt, sie muss alleine abstimmen. Wenn sie also nicht abstimmt, ja, dann war's das mit uns. Ganz allgemein, ne? Ganz allgemein. Doesn't look like anybody's here. I should have a look in the rooms. Okay, wir suchen wohl wirklich alles ab. Und ist sie da? Oh, ja. Das ist sie wohl. Und zwar tot. Alice! Aber wie funktioniert das mit den Regeln jetzt? Ich meine, sie kann jetzt nicht mehr abschauen. Sie war, wie gesagt, solo gerade. Was ist jetzt mit uns ganz allgemein? The first thing I saw when I stepped through the door was a blossom of red on her chest. It was almost like getting punched. I stopped short, my body refusing to move. No! Why did this happen? I forced one shaking foot forward, then the next. My legs began to wobble and I put a hand against the wall to steady myself as my heart thundered in my chest. Calm down. Calm down.
This looks pretty bad, but you don't actually know anything yet. Doch, doch, ich glaube schon. Yeah, that's right. Maybe it's not too late. Maybe we can still save her. Then at last I pressed my fingers to her neck and those hopes were dashed. Außerdem hätte es auch sehen können, wie Junpei es immer gemacht hat, dass sie schon längst ihr Armband verloren hat. Also natürlich ist sie tot. Oh, ich erinnere mich noch daran, wie er den Captain gesehen hat. Und nach ein paar Minuten, oh, ich kann sein Armband abnehmen. Oh, das heißt, er ist tot. Holy fuck. Clearly she wasn't breathing either. Her pupils had dilated hideously, making her face seem somehow inhuman. No. Embedded in her chest was a scalpel. I was no doctor, but judging by the angle it looked like, it had pierced her heart. Had someone stabbed her? Sie selbst vielleicht? No. What if she... Ja, eben. We're all going to die. No. No. Wobei es natürlich auch sein könnte, dass jetzt jemand sie ermordet hat und wir jetzt einfach nur denken sollen, dass sie sich selbst umgebracht hat. Rein theoretisch jedenfalls. Something in my brain snapped. Ah! A scream clawed its way out of my body, taking my mind with it. The last thing I felt was my body slumping to the floor as the world went dark. When I came to, I was floating in a field of nothingness. Super. Game over, was? Das war ein Ende? Okay. Das war anscheinend ein Ende. Ich merk schon. I guess. Das kam out of nowhere. Also ja, mit anderen Worten, das AB-Game hätten wir wirklich nicht schaffen können anscheinend. Ich gehe mal zurück. Zur Flowchart? Hä, aber ich bin doch hier mitten gerade auf einem Weg. Oder ist das jetzt wieder so ein... Ja... Where did Alice go? Ja, cool. Ich wollte gerade erst sagen, dass es sein könnte, dass wir hier wieder wie in... Nein, 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 nur weiterkommen, wenn wir vorher bestimmte andere Entscheidungen getroffen haben, aber... Hier gibt es ja jeweils nur einen Weg für jede Route. Hier ist es ja nicht so, dass es sich immer wieder überkreuzt und so weiter und so fort. Das gibt's hier ja gar nicht im Endeffekt. Das heißt, vielleicht ist das sowas wie beim wahren Ende von Nanaline, dass wir hier nur weiterkommen, wenn wir vorher eine andere Route gespielt haben. Damit wir hier das Wissen dann aus der anderen Route nutzen können, um hier weiterzukommen. Vielleicht gibt es sowas jetzt öfters als nur beim wahren Ende. Würde ich jetzt jedenfalls mal so erraten. Weil ich wüsste sonst nicht, was ich gerade tun soll. Dann würde ich mal sagen, der Part ist jetzt so alleine ziemlich kurz. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich ein bisschen zusammenschneiden. Ich guck mal, wie ich es mache. Vielleicht ist dieser Part jetzt ziemlich lang. Das ist sehr gut möglich. Aber dann würde ich ihn an dieser Stelle beenden, weil das so am meisten Sinn ergibt. Und beim nächsten Mal machen wir... Boah, ich denke, wir machen hier weiter. Und machen erstmal einen der anderen Wege komplett. Oder machen wir hier weiter? Oder da? Ich überleg's mir. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, einfach. Und so lange hoffe ich mal, dass euch dieser Part halbwegs gefallen hat. Lasst einfach einen Kommentar da. Und... Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.